Hallo zusammen. Ja, schöner Abend heute. Ganz neu fertig geworden ist der Micromax elektrisch. Hier schön mit. Ja, die Haube wird weiß. Die ist jetzt so ein bisschen noch Prototyp-Status. So, das ist jetzt mit 2S. Da mit 3S geht einiges mehr. Da ist der Antrieb eigentlich für ausgedacht. Und ich will das jetzt aber trotzdem mal eben kurz, weil das Licht ist schön, mal eben kurz demonstrieren. So. Bedingungen sind jetzt nicht super perfekt, aber was will man schon, ist doch einfach egal. Ja, dann viel Spaß beim Angucken und da kommt demnächst auf jeden Fall mehr von. Ciao! So, hi, jetzt bin ich hier schon wieder. Ja, mir ist das Video so lang geworden. Ich habe da irgendwie nicht so die Stellen gefunden, wo ich rausschneiden könnte. Wahrscheinlich überall, aber man will ja auch mal so ein paar zusammenhängende Sachen zeigen, wie so ein Modell einfach dann auch fliegt. Ja, und Musik wollte ich jetzt auch nicht drunter machen, weil man den Motor hören soll, ne? Den Antrieb, die Luftschraube, wie die so soundet an der Stelle zum Beispiel. Ne? Ja, und einfach um das Ganze zu kürzen, hocke ich jetzt hier wieder rum und laber euch da so ein bisschen voll. So sieht das übrigens von unten aus, das ganze Gerät schön. Ja, das Modell hat jetzt da keinen Ballast, ist also, ich glaube, nur 15 Gramm schwerer als die normale Regular-Version, die silberne sonst. Das ist jetzt 2S nur, aber man ist dann trotzdem schon ziemlich schnell auf so einer Höhe, womit man dann auch irgendwie Spaß haben kann zum Rumtouren. Also für das, ich sag mal, Flatland-Geturne, wo richtig Akro ist und so, ja, das machen andere Leute, das kann ich auch gar nicht, also ich kann das wirklich nicht so gut. Ich finde es so putzig, dass man diese kleinen Servos so hört, ne? Zip, 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 zip. Ist halt nicht schön, das Licht im Oktober ist herrlich. Ja, da kann man schön sehen, wie die Kante von diesem Hang, ja, kann man es überhaupt Hang nennen, das ist ja mehr so eine schrägende Ebene, ja, wie diese Kante da so wirkt, ne? Ja, man muss wirklich nur einmal kurz Gas machen und dann ist sofort mal Fahrt da, also kein Thema. Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich, ich habe ja meinen Gasstick zusammen, also wo ich sonst auch Butterfly habe, also auf links Mode 2 und der ist mitten gerastet und ich habe, wenn ich den Stick runterziehe, habe ich Butterfly, also in diesem Fall halt einfach Wölbklappen runter und nach oben habe ich proportionales Gas, das ist eigentlich ziemlich schön. So, kann man ja schon fast gar nicht mehr sehen, so hoch. Toll. Figuren aus der Situation heraus überlegen. Ah, ich glaube, das reicht erstmal fürs Erste. Genau. Ist auch schon zu lang. Normalerweise sollte man einfach immer nur 3 Minuten fliegen, aber ja. Ich werde das mal probieren irgendwann. Da nochmal Gas hoch, schön von der Sonne angestrahlt. Schön nochmal unten runter ins Tal, so viel man davon sprechen kann. Es ist ja eigentlich direkt vor der Nase. Das trägt der Hang aber gut jetzt gerade hier. Ja, von da landen wir doof. Das ist komisch manchmal da in der Ecke. Das ist einfach, das trägt wie Sau. Und der Platz ist ja klein. Ist also ein halbes Tennisfeld ungefähr. Und nochmal weiter. So, am Boden. Nee, jetzt ist er im unten. Goldenen, schönen Licht. Und nach vorne ist Gas. Und da ist auch genug von da. Da ist er nochmal. Ja, schön, schön, schön. Also, ich kann es nur immer wieder sagen. Also, die letzten Sachen da, die machen alle wirklich viel Freude. Und bei Micromax
nimmt es gerade nicht so richtig ein Ende. Und ja, der macht halt so viel Spaß, dass dann eigentlich, wir gedacht haben, so eine Elektroversion muss her, damit man auch echt so auf dem Flugplatz im Flatfield da Spaß kriegen kann. Und man soll es nicht glauben, aber in diesem kleinen mikronesischen Rumpf kriegt man wirklich hier 450 mAh, 65 C steht drauf auf dem Akku, 3S da reinkriegt und da ist da Dampf dahinter. Ne? Wie gesagt, hier ist jetzt 2S nur drin, was für mich schon schnell genug ist. Mir reicht das, aber es geht halt auch noch mehr. Ne? Bei den 2S brauche ich hier hinten, habe ich hier mit so Bleiknete da irgendwie da ein bisschen Gewicht dran gemacht. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ist einfach so Bleiknete dran. Und bei den 3S braucht man das halt nicht, dann passt es schon so ganz gut mit dem Schwerpunkt einfach. Cheerio!